Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Oriental Night, liebe Freunde. Oder schönen guten Tag kann man eigentlich auch sagen, am frühen Nachmittag hier von der Schanze. Wir sind on Tour und diesmal mit, ich würde sagen, mit einem sehr wichtigen und sehr interessanten, sehr spektakulären Auftrag. Bedo darf mit Miss Deutschland essen gehen. Ist das geil, liebe Freunde. So sieht's aus, denn Miss Deutschland Interkontinental sitzt schon nämlich hier bei Schanzenschnitt und lässt sich nämlich hübsch machen. Ja, Maylin Marrero ist nämlich heute unser Gast. Und wie es sich für eine hübsche Frau gehört, darf und soll sie sich natürlich hübsch machen, vor allem für mich. Ja, und wir werden jetzt mal reingehen und werden das Ganze mal beobachten, worauf achtet eigentlich so eine Miss Deutschland optisch, ja, was ist für sie wichtig, was ist ein No-Go. Und danach, sprich später im Laufe der Sendung, werden wir auch noch lecker essen gehen. Und dann wollen wir wieder mal gucken, ob das Klischee stimmt, Missen essen nichts. Und ihr wisst, wir haben ja schon diverse Missen ja interviewen dürfen, die hatten ja immer so Schwierigkeiten mit dem Essen. Aber vielleicht ist diese Miss Deutschland ein bisschen anders gepolt. Also, lass uns reingehen, es geht los. So, liebe Freunde, wir sind jetzt hier im Schanzenschnitt und ich habe es euch schon eben gerade gesagt, da sitzt die schönste Frau für mich der Welt. Da ist sie, Maylin. Hallo. Hallo. Na, ist das so etwas, worauf sich Missen immer freuen, wenn sich die Haare hübsch machen dürfen? Natürlich ist es immer schön, wenn man hübsch gemacht wird und betüdelt wird. Ich mag das ja. Also betüdelt werden wollen die Missen immer, liebe Freunde, so viel steht fest. Hat sie nicht nötig, muss man ja hinzufügen. Aber wir werden uns gleich über... Guck mal, jetzt wird sie verlegen. Und rot wird sie auch. Sie hat rote Wangen bekommen gerade. Weiterhin an unserer Seite Miss Deutschland 2015. Maylin Marrero. Oh, was für ein wunderbarer Name. Und ich musste sofort googeln, weil Maylin, bei Maylin steht gebürtig Magdeburgerin. Ja. Richtig? Aber der Name ist nicht magdeburgisch, oder? Nein. Mein Vater ist Kubaner, also demnach bin ich Halbkubanerin und meine Mutti ist Deutsche. Und ja, mein Vati hat sich den schönen Namen Maylin ausgedacht. Marrero kommt halt von ihm. Und ja, ich mag den Namen total, weil es ist halt nicht so ein Standardname, den jeder hat. Und ich denke mal, der bleibt auch im Kopf, wenn man ihn hört. Ja, auch, ja. Wird das geschnitten? Natürlich nicht. Wir schneiden hier nichts. Wir sind doch hier bei Oriental Night, liebe Freunde. Wer schneidet hier Sendung? Bei uns ist alles entspannt. Wir zeigen auch gerne die menschlichen Seiten unserer Gäste, weißt du? Nicht immer so dieses Gefakte, wo man diesen perfekten Schnitt hat und wo man immer denkt, boah, ist der macht ja alles richtig. Nein. Wir dürfen uns auch mal versprechen. Ist alles nicht schlimm. Du bist jetzt die aktuelle Miss Deutschland Interconti, richtig? Das heißt, du bist dann automatisch so in Magdeburg die Hübscheste oder besuchen dich schon alle kommen alle zu euch nach Hause und halten um deine Hand an oder wie funktioniert das in Magdeburg? Oh Gott, ja, also Magdeburg hat es glaube ich natürlich jeder mitbekommen. Ob ich jetzt die Hübscheste bin, kann ich so nicht sagen. Haben sich ja jetzt nicht die ganzen Magdeburger Mädels bei der Misswahl beworben. Ja, und was die Männer betrifft, klar, ich werde jetzt sehr viel auch bei Facebook zum Beispiel angeschrieben, komme gar nicht hinterher, da irgendwie zu antworten, was, glaube ich, viele auch falsch verstehen. Aber ja, ich habe einen Freund und der weiß auch, dass ich mit ihm zusammen bin, also muss ich die Männerwelt leider enttäuschen. Ja, ich kenne das ja auch von mir. Ja, ich muss ja auch immer so viele Nachrichten halt löschen. Sorry, Leute, kann auch nicht allen antworten. Ja, ich kenne das. Ich kenne das so gut. Wenn hübsche Menschen angeschrieben. Ich dir geantwortet habe. Ja, wobei ich habe ja ganz höflich nur gefragt: Hallo, ich würde dich gerne interviewen. War ja ganz normal, richtig? Ja, eben. Ja. Bitte schnell klären, sonst kriege ich Ärger irgendwo. Meine Mutter ruft an und sagt: Was machst du da? Nein, aber Scherz beiseite. Wenn man als Miss viel unterwegs ist, ne, ist das anstrengend oder ist das noch etwas, wo man sagt, hey, ist so ein schmaler Grat? Nee, also es ist schon sehr anstrengend, zumal ich ja auch gerade eine Ausbildung mache als Immobilienkauffrau. Also ich kann froh sein, dass mein Chef mich da sehr unterstützt, mir auch freigibt, wenn mal was ansteht. Aber es ist schon stressig, weil meistens muss ich dann halt von Magdeburg immer nach Berlin hin und her fahren. Ja, aber was soll ich machen? Also ich habe mir das ja so ausgesucht und
mir gefällt es noch, aber ich denke mal, also ich hoffe für die Zukunft, dass ich das hauptberuflich machen kann und ich liebe Reisen über alles, also da habe ich kein Problem mit. Nee. Was war eigentlich dein Beweggrund zu sagen, ich mache mal bei einer Misswahl mit? Ich gehe sogar davon aus, dass es wahrscheinlich nicht deine erste Misswahl war, oder? Ja, es war die erste. Also ich habe vor einem Jahr bei der Modavision in Magdeburg habe ich den Detlef Torsies kennengelernt, der Veranstalter der Misswahl ist. Und da hat er mich halt schon angesprochen, als ich in den Raum kam, hat er gesagt, Mensch, wo du hier reingekommen bist, alle Blicke auf dich, du hast super Ausstrahlung, mach da mal mit bei der Sachsen-Anhalt-Wahl. Habe ich dann auch gemacht, die war im Mai 2015, dort habe ich dann den Titel Miss Sachsen-Anhalt gewonnen. Ja, und demnach wurde ich ja dann zur Miss Deutschland-Wahl eingeladen. Und es war, wie gesagt, die erste Wahl, ich war auch total nervös, aber ja, ich habe gewonnen und muss euch sagen, ich bin mega happy darüber. Und man merkt, sie bleibt immer noch bescheiden und freut sich darüber. Finde ich süß, weil irgendwann... Ja. Das ist ja das Schlimme. Viele denken jetzt aufgrund des Titels, dass ich total arrogant bin und abgehoben, aber ist ja überhaupt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich finde von mir aus, ich bin viel netter geworden zu allen Leuten, um ehrlich zu sein, wirklich. Es ist traurig, dass viele denken, dass ich jetzt total abgehoben bin. Dadurch bin ich überhaupt nicht. Ich freue mich halt einfach, dass ich Deutschland vertreten kann jetzt bei anderen Wahlen und gebe natürlich auch mein Bestes. Wie war das denn? Normalerweise ist das ja so, innerhalb der Familie, vielleicht bei deinem Vater, bei deiner Mama, als du gesagt hast, ich will bei so einer Misswahl mitmachen. Wie war so die Konstellation innerhalb der Familie? Ja, die waren alle hinter mir, also haben sich alle gefreut und alle wussten auch von Anfang an, dass ich das schaffe. Und die, ja, Vati hat gleich angerufen mit Tränen in den Augen, hat sich gefreut und oh, meine Prinzessin ist Miss Deutschland. Und hat gleich in Kuba angerufen, allen Bescheid gesagt. Also meine Familie ist echt richtig stolz und finde ich auch gut, dass sie hinter mir stehen. Also wie soll ich das auch ohne Unterstützung schaffen, so, ja. Ja, also. Liebe Freunde, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Also, falls ihr kubanische Familienangehörigen habt, einfach mal für die Misswahl bewerben, dann sieht man so hübsch aus, seht ihr? Also, Made in Cuba, featuring German. Irgend sowas ist es. Freunde, wir sind weiterhin hier im Schanzenschnitt auf der Bartelsstraße 8 bis 10, ja, wo Mailin sich hübsch machen lässt und Kismet Abler ist nah dran, macht die Haare. Was genau machst du da jetzt? Ich mache gerade ihre Haare. Sie hat ja wunderschöne lange Haare und das ist ja unglaublich. Dieses Person passt alles, was gibt, zu ihr. Und ja, sie wollte dann einfach so, dass alles schön natürlich wirkt und gar nicht viel großartig. Ne? So, und ich dachte dann irgendwie, ich mache dann einfach nur ein paar großzügige Locken und ganz schlicht und ja. Und ich glaube, viel musst du auch bei ihr nicht verändern. Bei ihr muss man wirklich auch nicht viel machen. Das ist unglaublich, wie hübsch und sie ist und auch so natürlich. Ne? Ja, kriege ich da mal solche Komplimente im Fernsehen? Mir sagt das ja keiner. Siehst du, so einfach ist es. Natürlich, wunderhübsch. Bei dir braucht man nichts machen. Euch? Thank you. Das wollte ich schon die ganze Zeit hören, ja. Nicht lachen, da hinten in den billigen Reihen. So, Miss Deutschland Interconti wurdest du, also zu 2015. Mit diesem Titel darfst du jetzt ja, ich glaube, die nächste Ebene anvisieren. Was wäre eigentlich so die nächste Stufe? Die Miss Intercontinental Wahl und die fängt auch schon nächsten Sonntag an. Und zwar bei mir in meiner Heimatstadt in Magdeburg. Ja, und dann wird halt erstmal 2 Wochen dieses Missencamp sein. Und am 18. Dezember ist dann das Finale im Maritim Hotel. Ich bin sehr aufgeregt. Man kennt aber wahrscheinlich die Anwärterinnen, die anderen nicht, oder? Hast du schon Kontakt zu der einen oder anderen? Hast du gesagt, du komm lieber nicht, it's my home, weißt du, hier rules Magdeburg oder so? Oh Gott, nein, das habe ich nicht. Aber klar, auf Facebook, bei der Internetseite von Miss Intercontinental kann man ja die anderen Teilnehmerinnen schon anschauen. Sind auch sehr viele hübsche Frauen dabei. Es wird schwierig. Dann haben wir noch eine Facebook-Gruppe, Miss Intercontinental, die ist halt eine geschlossene Gruppe und da sind halt alle Finalistinnen dann drin, habe ich schon mit ein paar geschrieben, freuen sich auch alle, mich schon kennenzulernen, weil ich ja aus Magdeburg bin und viele haben auch schon gesagt, ja, dann kannst du uns ja das und das so zeigen, finde ich ganz cool, also ja, ich lass mich mal überraschen. Wenn ich das erste Mal nach Magdeburg kommen sollte, was muss ich denn in Magdeburg eigentlich sehen? Was ist so ein Sightseeing-Must-Have? Ja, der Magdeburger Dom, den gucken sich ja sehr viele gerne an. Oder das Hundertwasserhaus ist ja direkt nebenan. Dann haben wir ja dieses Gründerviertel dort, sehr schön. Ja,
Allee-Center vielleicht, unser größtes Einkaufscenter Magdeburg. Wir haben ja nur zwei, aber ja, an sich ist Magdeburg echt eine süße Stadt und an der Elbe kann man schon verschlendern, spazieren, ja. Wenn ich an Magdeburg denke, fällt mir immer eine Person ein. Rate mal, wer? Der Bürgermeister? Ich? Okay, stimmt, zwei Personen fallen mir jetzt neuerdings ein. Während ich dir die Frage stelle, überlege ich nämlich, wie der hieß. Wie hieß denn der erfolgreichste Handballer aus Magdeburg? Wie heißt er nochmal? Stefan Kretschmer. Kennst du den? Nein. Ich bin kein Sportfan. Also, nee. Auch nicht mal Fußball hier. FCM interessiert mich überhaupt nicht. Also. Die ostdeutschen Mannschaften sind in Westdeutschland auch nicht so. So. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nö, musst du nicht. Alles gut. Aber bei Magdeburg fällt mir echt immer Kretschmann ein. Das ist so ein richtiger, der richtig mit vielen Tattoos, ganz cooler Typ. Und der war sogar eine Zeit lang mit Van Almsick liiert, richtig? Sehste, bin ich gut informiert, wa? Aber da finde ich doch, Robert Steglitz ist ja auch sehr bekannt aus Magdeburg, der Boxer. Also, der war sogar letztes Jahr bei der Miss Intercontinental Wahl in der Jury. Als du gewählt wurdest? Oder nee, das war letztes Jahr, das Intercontinental-Wahl, aber ich weiß nicht, dieses Jahr denke ich eher nicht. Also von hier vielleicht der kleine Aufruf an die Zuschauer und die Zuschauer, die möglicherweise in der Jury am 18. Dezember, sagtest du, ist es ja soweit. Mhm. Leider sind wir wahrscheinlich danach on air. Also ich kann ja auch vielleicht schon sagen, das ist Miss Intercontinental. Maybe, man weiß es halt nicht. Gibt es so bestimmte Arten oder Riten, wie man sich auf so eine Misswahl eigentlich vorbereitet? Keine Ahnung, drei Wochen nichts essen, nur Wasser trinken oder so? Ja, also wenn jetzt jemand wirklich sehr krass auf seine Figur achtet, die machen das bestimmt nur noch Wasser trinken. Aber meine Vorbereitungen waren jetzt halt hauptsächlich mich mit Designern treffen, um Kleider zu organisieren für das Finale oder sehr viel Klamotten shoppen, dass man schöne neue Kleidung auch dort trägt, sich gut präsentiert. Ja, gesund essen ist vielleicht auch nicht verkehrt, dass man schöne Haut hat wenigstens und dann nicht mit ganz vielen Pickeln ankommt. Ich überlege. Ja, aber so Klamotten? Lässt sich Klamotten besorgen, Bikini und ja. Das kennst du ja nicht, ne? Ist ja für dich Neuland wahrscheinlich, Klamotten shoppen und so. Nee, also Klamotten habe ich schon immer viel geshoppt. Aber jetzt legt man natürlich noch mehr Wert drauf auf Klamotten, die man jetzt anzieht, wo man jetzt schon so einen Bekanntheitsgrad hat und auch in der Presse viel ist. Also ja, ich gebe jetzt zurzeit auch ein bisschen mehr Geld für Klamotten aus, um ehrlich zu sein. Da musst du die Sponsoren fragen, musst du eigentlich kein Geld ausgeben. Ja, ich habe auch viele Designer, die mit mir zusammenarbeiten und mir auch oft Kleidung geben. In Magdeburg zum Beispiel gibt es eine Boutique, die heißt Showroom. Die kaufen auch Klamotten aus ganz Europa und die kleiden mich dann auch immer schön ein und muss ich auch nicht so viel bezahlen. Also das ist schon cool, dass man dann immer schön Kleider kriegt von Designern, muss sich vielleicht manchmal auch gar nicht kümmern, oh Gott, was ziehe ich an? Dann kommt gleich der Designer und sagt, ich habe da ein schönes Kleid für dich, bitte trag das. Und das ist schon cool, ja. Würde ich auch gut finden. Also falls da draußen so ein Designer ist, ne, der mich ausstattet, Sexiest Man Alive 2015, nach George Clooney. Was ist denn so dein Traumideal an hübschen Frauen? Wo würdest du sagen, das sind richtig hübsche Frauen? Ich will nicht sagen Vorbilder, aber schon Ideale. Hat eine Miss Deutschland solche Ideale? Ich habe das jetzt nicht. Also ich finde, wichtig ist bei einer Frau, dass sie natürlich bleibt, nicht zu viel Make-up im Gesicht hat, dass man halt auch noch sieht, wie sie wirklich aussieht. Und ein wirkliches Vorbild habe ich jetzt auch nicht, weil ich finde, ich gebe mich einfach so, wie ich bin und muss mich nicht an irgendwem orientieren, so will ich sein. Also, aber wen ich sehr hübsch finde, ist Penelope Cruz. Also die ist schon Bombe. Ja. Kann ich nur unterstreichen. Ja, kommt hin. Aber hat eine Miss auch irgendwann so ein Ziel zu sagen, es gibt also so diese absoluten Topmodels, ja, die sind richtig, jetzt nicht Germany's Next Topmodel, sondern wirklich so die aller Victoria's Secret unterwegs sind und so. Ist das so etwas, wonach man strebt, wenn man ein Schönheitsideal hat, oder sagt man, nee, man schaut? Also im Moment schaue ich einfach, was kommt und mache das Beste draus, aber das wäre natürlich schon ein Highlight, mal bei der Victoria's Secret Show mitzulaufen. Ich meine, das sind ja alles Bombenfrauen, ja, haben auch alle einen super Körper. Wäre schon cool, da mitzulaufen, aber wie gesagt, ich nehme alles so, wie es kommt und lass mich überraschen und hoffe, dass in ein paar Jahren ich vielleicht auch mal
irgendwo auf einer großen Fashion-Show laufen kann oder auf einer riesigen Beauty-Kampagne zu sehen bin. Das ist eigentlich mein Ziel so. Also auf dem Laufsteg, glaube ich, werde ich nicht so gut ankommen, da ich halt mit meinen 1,70 ein bisschen zu klein bin. Aber so Beauty-Kampagnen, da sehe ich mich schon später drin. Ne? Krass, ne? Mit 1,70 ist man zu klein für einen Laufsteg. Ist auch schon heftig, ey. Was ist Mindestgröße? Ich glaube, es fängt immer so ab 1,75 an. Also bei Germany's Next Topmodel war ich auch mal vor 2 Jahren, wollte mich dort bewerben. Da war ab 1,76, da haben sie auch gesagt, nee, sorry, du bist zu klein. Also ärgerlich, aber... Man muss sich ja dadurch nicht einen Strich durch die Rechnung machen lassen, man muss immer weitermachen und das Beste probieren. Jetzt weiß ich, warum es Germany's Next Topmodel, beziehungsweise in diesem Falle Anatolias Next Topmodel nicht gibt. Unsere Frauen, unsere anatolischen Frauen sind wirklich alle bildhübsch, aber 1,70 ist schon knapp. Nicht sauer sein, Mädels, ihr seid trotzdem alle hübsch, das wollte ich nochmal sagen. So, wir haben, ich glaube, jetzt eine kurze Werbeeinblendung. Ja, die Werbung folgt nämlich jetzt und nach der Werbung geht es natürlich hier weiter. Wir sind, wie gesagt, weiterhin bei Chrismet zu Hause im Schanzenschnitt und wollten uns auch nochmal an dieser Stelle für die Gastfreundschaft bedanken. Dankeschön. Bartelstraße Nummer 8 bis 10, also falls ihr mal vorbeischauen wollt und mindestens so hübsch werden möchtet wie Miss Deutschland. Die Chrismet macht das schon. So sieht's aus, wenn eine Miss hübsch gemacht wird. Die Kameras sind an. Es wird fleißig fotografiert. Ja, jetzt ist nämlich Bukett dran. Denn Chrismet ist soweit durch mit den Haaren. Es sieht, das einzige Wort, was ich bisher verstanden habe, ist, es sieht sehr Megusto aus. Keine Ahnung, was das ist. Wie heißt das? Was ist das? Megusta heißt, es gefällt mir auf Spanisch. Ach, ja. Sie hatte mich gefragt, ob es mir gefällt. Ich sage, ja, sí, Megusta. Was heißt, es ist sehr hübsch geworden? Se ve muy bonita, muy bien, muy bonita. Merkt ihr den Tonunterschied, wenn sie Deutsch spricht und wenn sie Spanisch spricht? Das ist ein krasser Unterschied. Oder das ist Spanisch, oder? Was ihr könnt? Oder ja. Ne? Kubaner sprechen Spanisch. Kubanisch, Spanisch. Viele sagen immer Kubanisch. Gibt's nicht wahrscheinlich, ne? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Also zu Hause wird Kubanisch fleißig gesprochen. Das heißt, auch deine Mama kann dann Kubanisch? Oh ja, sie hat schon damals, wo sie meinen Vater kennengelernt hat, hat sie sich selber hingesetzt, Spanisch studiert und die kann das perfekt. Also Hut ab. Also so funktioniert es auch in einer Ehe, liebe Freunde. Falls ihr eine Frau oder einen Traummann findet, habt keine Angst davor. Sprachen kann man immer lernen. Ja, und der Worst-Case-Szenario, Hauptsache ihr könnt Ich liebe dich sagen in verschiedenen Sprachen. Ja, genau. So, ich kann es zum Beispiel in 14 Sprachen. Hab mir das angeeignet. Ich habe es aber leider noch nicht so häufig anwenden können, muss ich sagen. Muss viel vielleicht durch die Weltgeschichte reisen, dann funktioniert das auch. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel dich für den Alltag fertig machst, ja, du ziehst dich an, machst dich hübsch, achtest du eigentlich auch darauf, dass da auch immer das Make-up sitzt? Oder kann man auch vielleicht mal die Maylin mal ohne Make-up auf der Straße sehen und treffen? Wie vorhin schon gesagt, ich bin viel zu faul, um mich immer selber zu schminken. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, ja klar, Grundierung, ein bisschen Wimpern, das reicht dann aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen vorm Spiegel stehe und mich stundenlang schminke und herrichte. Also viel zu faul dafür. Nee. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Genau die Frauen, die das immer sagen, tun es nicht. Ist so. Ich kann dir gerne mein Handy durchzeigen, wenn ich mal irgendwelche Selfies gemacht habe. Ich bin nie dolle wirklich geschminkt. Ja, wollen wir sehen. Zeig, also dein Handy klingelt. Ja. Gerade ein Anruf, ja. Das ist ja auch das Stressige bei den Misswahlen, dass du ja wirklich immer morgens um 7 aufstehen musst, dich dann schminken musst und das auch nicht wenig. Du musst ja auch schön auffallen. Du musst dich ja zwei Stunden vorher fertig machen und das ist nervig, weil dir fehlen einfach diese Stunden Schlaf dann. Du kommst ja schon so spät ins Bett und dann musst du dich morgens schminken. Denn immer auf High Heels, also das ist wirklich anstrengend. So viel Spaß ist es nicht, aber... Was macht man nicht alles, ja? Wer schön sein will, muss leiden, liebe Freunde. So sieht's aus. Guck mal, und heute hast du mal nicht unbedingt High Heels an in diesem Sinne. So, das heißt, so kommt das auch mal. Und ich dachte, hey, guck mal, sie kommt sportlich rüber. Nee, sie hat die High Heels dabei, liebe Freunde. Natürlich. Frauen und Frauen ohne High Heels gibt's, glaube ich, auch nicht, oder? Also ich liebe High Heels, ich könnte ohne High Heels überhaupt nicht, weil ich ja auch so klein bin, ne? Aber, also ich denke mal, so wird es vielen Frauen gehen. Viele mögen ja hohe Schuhe auch nicht oder können nicht drin laufen, aber ich habe schon, seit wann model ich denn? Seit ich 15 bin
und seitdem auch immer High Heels, also ich habe da kein Problem mit. Zumal ich letztens ein paar Probleme hatte mit meinem Fuß, weil ich jetzt in letzter Zeit so oft auf High Heels gelaufen bin, hatte ich ein paar Wochen ziemliche Fußschmerzen und konnte kaum richtig laufen, weil das so weh getan hat. Jetzt habe ich so eine Einlage bekommen, damit ich in hohen Schuhen besser laufen kann, weil das hat echt höllisch weh getan. Also auch eine Miss muss natürlich auf ihre Füßchen, auf ihre zarten Füße achten. So, und wie es sich für eine Miss gehört, hat sie wahrscheinlich, warte mal, ich rate mal, wie viel Paar High Heels könnte eine Miss haben? Ich denke dreistellig auf jeden Fall, oder? Komm ich hin? Nein, so viele. 110. So viele habe ich noch nicht, aber es wird immer mehr, ja. Also gerade auch für die Misswahl, schon wieder 5 neue Paar Schuhe bestellt und oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Mein Freund sagt auch immer, wohin mit deinen Schuhen? Ja. Aber ja. Ja, so ist das, lieber Freund. Man muss damit halt klarkommen, dass man eine Miss Deutschland als Freundin hat. Und wenn du sauer bist, wirfst du wahrscheinlich mit High Heels nach ihm, oder? Könnte ich mal machen, ja. Hast ja genug, also ist ja kein Problem. Kannst du ja direkt zack ankaufen. Das Temperament ist auf jeden Fall da, dass ich Sachen rumschmeiße, ja. Aber das will man doch keinem antun, oder? Will man auch nicht, liebe Freunde. Was sind denn so deine Favorites, Farben, die du gerne nutzt, wenn du zu Hause dich für ein Event oder für einen Abend fertig machst, wenn du zum Beispiel dein Make-up selber machen solltest? Oder so kleine Tipps vielleicht für unsere Zuschauer, worauf sollte man achten? Also Lidschatten mag ich total, wenn das so Nude-Farben ist. Das sieht nicht so doll aus. Ich mag jetzt zum Beispiel Smoky Eyes mag ich gar nicht, weil dann sehen meine Augen so riesig aus. Ich habe ja so schon große Augen und das sieht dann immer zu doll aus. Naja, dann... Ey, findest du hast große Augen? Ja, ich finde schon. Findest du... Für mein Gesicht finde ich die schon groß, das sagen mir auch viele. Die großen Augen. Ja? Meinst du auch? Doch. Guck mal, in der Türkei würde man zu einer Frau, die schöne Augen hat, große Augen hat, sagen... Na, was sagt man dann? Eşekgözlüm. So sieht's aus, Eşekgözlüm. Übersetzt das mal, dann fühlen sich die Frauen beleidigt. Heißt, die mit den Eselsaugen. Ja, siehst du, genau das ist es. Aber Eselsaugen sind schön. Die sind groß und so wunderbar ansehnlich, finde ich. Ja? Und deshalb sagt man das, guck mal, in der Türkei ist das ein Kompliment. Sagst du das einer Latina, dreht sie durch. Und gleich fliegen die ersten High Heels in meine Richtung. Ja, so. Wir lassen dich jetzt mal in Ruhe schminken. Ja, Maylin, weil da hier so ein Gespräch ist natürlich kompliziert in diesem Falle. Deshalb guckt ihr euch gleich... Wir schauen uns das Ganze natürlich noch aus der Entfernung an. Und dann machen wir uns nämlich langsam auf den Weg und gehen gleich nämlich lecker essen. Ich freue mich. Endlich mal eine Miss, die sich drauf freut. Also, wir bleiben noch mal dran. Liebe Freunde, wir sind fertig. Also
Maylin sieht noch besser und noch hübscher aus als vorher. Also mich brauchst du nicht mehr, wer braucht mich schon? Ja, wir wollen uns natürlich bedanken bei unseren Gastgebern am heutigen Abend, beziehungsweise am heutigen Nachmittag, späten Nachmittag. Chris Metz hat auch noch eine kleine Überraschung, oder sehe ich das falsch? Genau, kleines Geschenk für Sie und es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und viel, viel, viel Glück. Danke. Und auch dir, Bedu. Vielen Dank. Ja. Achso, das nicht vergessen. Ich krieg ein Danke, sie kriegt ein Geschenk. So viel dazu. Ja, liebe Freunde, also wir bedanken uns natürlich recht herzlich an dieser Stelle bei Schanzenschnitt. Ja, falls ihr mal Lust und Laune habt, vorbeischauen. Kommt rum, Bartenstraße 8 bis 10. Und dann seid ihr definitiv reif für eine Misswahl. Auch für eine Misterwahl könnt ihr auch gerne vorbeikommen, ja? So, wir müssen weißt jetzt. Du Bescheid. Ja. Ja. Ich bin ja. Ich bin ein bisschen zu alt dafür. Alter. Na, die Grenze ist schon, glaube ich, so 27. Die Kurve ist relativ gerade, ne? Das weißt du, meine ich. Ja. Also. Was ist deine Henkersmahlzeit? Was möchtest du denn gleich essen? Wobei ich unterstreiche Henkersmahlzeit. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, also ich muss erst mal Appetit kriegen und dann entscheide ich. Geh du schon mal vor, ich komme nach. Los geht's, wir gehen und Dankeschön, Schanzenschnitz. Vielen Dank, liebe Freunde. Und wir sind da mal weg. Tschö. So, danke an das tolle Team hier. Ich glaube, da fühlt man sich schon fast wie zu Hause. Ja, also wenn ich nochmal in Hamburg bin, dann komme ich definitiv hierher. Würde ich auch sagen, aber wir gehen jetzt weiter und zwar in die Richtung, neuer Pferdemarkt. Denn da befindet sich eines der kultigsten Läden in Hamburg, denn bei Mr. Kebab gehen wir jetzt lecker essen. Ich freue mich. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich habe schon gefrühstückt, aber ich habe schon wieder Hunger. Ich auch, let's go, komm. Liebe Freunde, wir haben es geschafft, während ihr euch den Clip angeschaut habt, sind wir nun an der Ecke beim Grünen Jäger Tadenstraße vom ja, schon coolsten, kultigsten Laden in Hamburg, kann man sagen. Mr. Kebab. Freuen wir uns, wa? Ja! Man kann es hier wirklich. Das Schlimmste ist, ich glaube es ja auch, weil bisher war es ja immer so, bei dem Missen habe ich ja immer gedacht, hey, die haben doch eh keinen Hunger. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, also nebenbei mal. Du? Ich will was essen. Ja, ich habe Hunger. Und dir ist kalt? Ja. Ja, es ist auch kalt, muss man sagen. In Hamburg ist es kühler als in Magdeburg. Wie ist das Wetter im Moment in Magdeburg eigentlich? Eigentlich genauso wie hier, aber nicht so kalt, nee. Also nicht so kalt wie hier, aber immer noch kalt genug. Deshalb rein in die warme Stube, die Tür schnell auf. Wir gehen schon mal rein. Los geht's. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt hier bei Mr. Kebab und trinken natürlich unseren türkischen Tee Gastfreundschaft pur beim Grünjäger Nummer 1. Ich sage immer noch, der Kultladen schlechthin. Oh, der schwarze Tee, türkisch. Perfekt. Es gibt nichts Besseres. Und ich weiß, wir haben heute Hunger. Und zwar sehr viel Hunger. So viel steht fest. Maylin hat am meisten Hunger. So, jetzt geht es als erstmal mit den Getränken los. Vielen Dank. Das ist... Maracuja. Mango-Maracuja. Ja, Mango-Maracuja. Ah, guck mal, da sind noch Leutchen, die mitgucken. Guck mal, vor allem voll süß gerade. Hallo. Mango-Maracuja. Schmeckt gut. Boah, Hammer. Hammer. Ah, oh, da kommt das Essen schon. Mhm. Vorspeisen. Also, was haben wir da jetzt? Guck mal, kann man mal zeigen für unsere Zuschauer da draußen. Zucchini, Mohrrüben. Kartoffeln, oder? Ja. Habe ich richtig erklärt? Was ist das? Das Pinke. Das ist Rote Beete. Rote Beete. Absolut. Rote Beete und? Und das ist so eine Art Feldsalat. Feldsalat mit Joghurt. Genau. Ah, das ist dein No-Go? Ja, ich hasse Rote Beete. Warum? Ich mag das. Das ist gesund, gut für die Durchblutung und für die innere Schönheit. Habe ich mir alles aus den Fingern gesogen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Salade mir eine. Hier. Was ist das? Hummus, ne? So, und das ist natürlich Gemüse. Genau. Dann Brechbohnen und Bulgur. Liebe Freunde, 3 Sekunden Genuss auf der Zunge, 3 Jahre auf der Hufte. Dann darf ich es nicht essen. Nein, darfst du natürlich. Ey, du hast 3 Tage nichts gegessen, also darfst du heute essen. So, und dann Sigaraböre darf natürlich nicht fehlen. Heißt übersetzt? Sag's mir. Zigarettenböre, wollte ich sagen.
Also Zigarrabörek heißt Zigarettenbörek. Also wie Börek, gefüllt mit Käse, ein bisschen Petersilie, geräumt wie eine Zigarette. Perfekt für die Kubanerin, die gerne eine raucht. Rauchst du eigentlich? Nein, aber aus Kuba kommen ja Zigarren, also. Ey, du rauchst nicht, du trinkst nicht. Lebst du überhaupt? Ja. Ja, ja, ich frag dir nur. Dankeschön. Danke. Kommen noch ein paar andere Leute, so 20 Leute eingeladen oder was los? Guten Appetit. Ja, dankeschön. Ich glaube, das ist so typical Gastfreundschaft hier, Türkisch-Style. So. Ich werde verwöhnt. Du wärst verwöhnt, das darfst du jetzt aber nicht essen. Oh nein, 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 das rühre ich nicht an, das kannst du aber allein. Warum denn nicht? Wie funktioniert ein Essen zu Hause bei euch? Bei euch heißt also, wer kocht da gibt es da kubanisches Essen? Also bei ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern, aber wenn ich bei meinen Eltern bin, wenn Papa kocht, der kocht kubanisch, Mama kocht typisch deutsch. So richtig kubanisch? Ja. Was ist denn so kubanisch? Brauner Reis mit Bohnen, sagt dir das was? Ja klar, ich war doch letztens bei der Havanna Night, da gab's das nämlich. Im Arroz con gris heißt das? Ja, richtig. Gebackene Bananen, so frittierte Bananenchips. Und darauf stehe ich ja voll, ja. Alles Hüftgold, ey. Hühnerfleisch, Schweinefleisch. Auf Familienfeiern gibt es zum Beispiel mal so ein riesiges Spanferkel, wo dann alle von essen können. Ja, geht bei uns ja nicht. Wir brauchen Hühnchen. Hühnchen? Habe ich gerade mal kreiert. Ja, Dani, Muslime essen ja kein Schweinefleisch. Ach ja. Und was ist dann die Alternative zum Spanferkel dann für uns? Gibt es denn Spanrind? Nein. Spanhühnchen. Spanhühnchen. Aber das sind ja auch so Lütt. Der Ferkel sieht ja riesig fett und groß aus. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das so das Essen, diese Vorspeisen, was hier alles so steht? Würdest du das wirklich so jeden Tag entspannt essen? Oder gibt es auch so Tage, wo du sagst, ey, kurz vor den Challenge muss ich mir das verkneifen? Es sieht auf den ersten Blick sehr gesund aus. Also ja, also jeden Tag würde ich es nicht essen, das wäre mir zu eintönig. Aber jetzt vor der Wahl werde ich natürlich auch ein bisschen darauf achten, was ich esse, damit ich, weil ist ja auch ein Bikini-Lauf dann dort. Und da muss ich natürlich top in Form sein. Ja. Aber ich mache ja auch gerade zurzeit EMS, also dieser Sport, wo du an Entschuldigung, was für ein Ding? Sport mit Strom. Ach, okay, also, ich stehe unter Strom, ja? Und dann? Ja, du kriegst halt Strom auf deinen Körper und machst dabei nebenbei Übungen. Und ist halt was für Faule, die nicht viel Zeit haben, 20 Minuten einmal die Woche. Und ich muss sagen, ich mache das jetzt fast 2 Monate und habe schon ein richtiges Sixpack davon bekommen. Was? Also, ja, also ich schwöre da drauf, wirklich. Ich mache das auch. Das ist sehr effektiv. Ich will auch endlich meine Bikini-Figur. Allah, EMS. Ja, aber natürlich achte ich trotzdem dann aufs Essen. Also. Heute, Jacke wie Hose, heute wird gegessen, Zigarrabörek. Ja. Normalerweise, ich weiß, es ist immer unhöflich. Und immer, wenn ich mit, meistens bin ich auch, man muss sagen, essen, gehe ich am meisten mit Missen. Irgendwie, warum auch immer das immer Missen ist, verstehe ich zwar auch nicht, aber passiert. Und dann muss ich mir immer die Kommentare drunter weglesen und da steht immer, Beru, wieso sprichst du mit vollem Mund? Und ich sage immer, ich rede doch nicht mit vollem Mund. Also theoretisch nicht. Aber nee, aber mal Scherz beiseite. Ich meine, hallo, ich muss auch nebenbei meinen Kommentar abgeben, genau. Ich weiß, zu Hause nicht. Wenn ich bei meinen Eltern zu Hause sitze und ich mit denen esse, ist so. Disziplin ist angesagt, aber nur zu Hause. Nö, also bei mir ist es eher umgedreht. Also zu Hause würde ich, glaube ich, auch mal rülpsen. Weil es meine Familie, denen ist das doch egal. Da bin ich, wie ich bin und ja. Bei der Familie möchte ich gerne vorbeischauen, bei der rülpsen erlaubt sind. Kommst du vorbei, wenn ich Geburtstag habe nächstes Jahr? Dann bin dabei. Wann ist mehr? Am 25. April. Oh, du Stier. Und du hast am selben Tag Geburtstag wie meine Nichte. Wirklich? Oh, kein Scherz. 25. April. Stimmt. Dann kannst du wahrscheinlich nicht vorbeikommen, oder? Oh, doch, ich bringe sie mit, weil ich will das Rübsen sehen. Allein deswegen wird sich die Fahrt nach Magdeburg lohnen. Alles klar. Ich bin dabei. Okay. Deal? Deal. Cheers aus dem Mr. Kebab. Mm. Fantastische Vorspeisen. Du hast hier eine allerlei Vorspeisemöglichkeit. Gibt es bei euch eigentlich in der kubanischen Küche Vorspeisen? Salat. Oder diese Bananenchips, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ach, das ist eine Vorspeise? Ja, so zum Nebenbei-Essen. Ah, okay. Davor. Also meistens die Kids, die naschen dann schon vorher die Bananenchips, weil sie nicht warten können aufs Essen. Aber Salat eigentlich auch so frittierte Sachen, was weiß ich. Ach, frittiert? Ja, wir frittieren sehr viel eigentlich, wenn man es so sieht. Also ganz healthy hört sich das nicht an.
Es ist auch nicht. Ist nicht. Aber ansonsten sehr lecker, die kubanische Küche. Mhm. Was, wie ist es mit der Ernährung kurz vor den Misswahlen? So, wir haben es ja gesagt gehabt, denn am 18. Dezember haben ja quasi die Miss Intercontinental, ja, die Finals haben ja stattgefunden. Gibt es da so eine Phase, wo du sagst, da darf ich nichts essen, da esse ich nichts? Ja, also ich werde natürlich die 2 Wochen beim Missencamp schon ein bisschen zügeln und nicht so viel essen. Wie gesagt, ich werde da top in Form sein. Und ich denke mal schon hauptsächlich Salat, kalorienarm, kohlenhydratearm, so halt. Kohlenhydratearm, ja. Kein Brot, kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Also auf Brot werde ich nicht verzichten können, weil Brot ist für mich so, das muss ich, um den Tag zu starten, brauche ich eine Schnitte einfach. Ich muss da irgendwie was Festes essen und ohne Schnitte bin ich nicht glücklich morgens. Okay, also ohne Schnitte nicht, aber dafür gibt es bei uns nach Messe natürlich den Hauptgang. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was kommt. Ja. Ich mach das erstmal an. Ja, kannst du gerne machen. Schade eigentlich, aber kannst du gerne machen. Weil der Hauptgang jetzt kommt. Bomb drop, ne? Du kannst auch gerne stehen lassen. Na, alles gut. Ich gehöre mir mich gebühren, Baba, ja. Das heißt, ich esse, als hätte ich noch nie irgendwas. Ja, bestimmt. Kriegen wir ein neues Besteck? Oder soll ich was? Für dich immer. Nein, Quatsch. Für dich produzieren wir sogar neue Besteck. Na, so bin ich jetzt auch. Nach Jaja Kür, Mama. Wo ich der Usman immer. Heißt ja, Yakmak heißt eigentlich, guck mal, das ist krass. Das sind immer so Übersetzungen, türkisch auf Deutsch. So wie Eşek Gözlüm, ja, Eselsauge, positiv. Deutsch nicht positiv. Nee. Aber ja, Yakmak heißt Fett anbraten, heißt aber umsetzt schmeicheln bei uns. Das heißt, wenn ich sage, Bensana ja, Yakürüm, heißt ich schmeichel dir, ich möchte mich bei dir einschleimen sogar. Ja, Yakmak, ja. Oder mein Fett anbraten. Oder Fett anbraten. Bist du eine Miss, wenn du sagst, du achtest viel auf Ernährung und so, kommt da auch mal Fastfood nichtsdestotrotz mal vor? Bist du gerne so ein Burgeresser auch? Oder? Ja, klar. Also, ja, keine das Ahnung. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich lebe halt mit dem Klischee, dass Missen ja nie was essen. Ich denke, die essen immer morgens Pufferreis und abends, wenn sie schlafen gehen, essen sie Knäckebrot. Nein, ich esse auch mal einen Burger oder Nudeln oder eine Pizza. Das ist doch völlig normal. I see. Das ist Rindfleisch. Das riecht verdammt lecker. Und Pommes. Pommes, ja. Sie hat das nebenbei mal heute sich vom Herzen gewünscht. Mit der These, wenn Pommes kommt, kann ich essen und reden. Ja, was? War ja so. Und jetzt, liebe Freunde, könnt ihr das sehen? Ein Sinnbild an Fleisch. Ja, ich bin ein großer Fleischfan, ich weiß. Ja, ich weiß, man muss immer vorsichtig. Wir haben viele Vegetarier, Veganer. Aber liebe Freunde, das ist nachhaltiges Fleisch. Sehr wichtig. Nachhaltiges Fleisch. Es ist nachhaltig, ne? Das heißt, hier bei Mr. Kebab achtet man auch drauf, dass man nicht unbedingt Rinder aus Brasilien her importiert, sondern wirklich vor Ort vom Bauern des Vertrauens sich das Fleisch besorgt. Pommes. Es leben die Kohlenhydrate. Ich sag nur Challenge, ne, liebe Frau. Ich hab so Angst. Marero. Worauf? Vor die Challenge. Brauchst du nicht. Ich hab mir das irgendwann angewöhnt, über die Challenge mir gar keine Gedanken zu machen. Weil irgendwann habe ich gelernt, mit der Konsequenz zu leben. Ich bin aber gespannt, was heute passiert. Ich auch. Ich wusste es ja bis eben noch nicht mal, dass hier eine Challenge gemacht wird. Also, das müssen ich werde ins kalte Wasser geschmissen. Das müssen wir unseren Zuschauern mal erzählen, weil die glauben mir das nicht. Und ich finde es immer gut, wenn es meine Gäste erzählen. Echt? Ja. Also, seht ihr? Wo sie mir die Haare gemacht haben, hieß es dann, ja, und das ist ja nachher noch eine Challenge. Und ich so, genau. Was? Aber okay. Muss ich durch, ne? Wir sind hier weiterhin beim Mr. Kebab, beim Grünen Jäger Nummer 1. Kann ich nur empfehlen, vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, was Marlene dazu sagt. Ich fand's super lecker, also auf jeden Fall. Fascinated. So, und unsere Crew ist hinter der Kamera fleißig weiter nebenbei. Mal. So, und wir sind bereit für die Challenge, liebe Zuschauer, und zwar die magischen 4 Buchstaben A, B, C und D. Liebe Marlene, 10 Fragen. Zu jeder Frage gibt es eine Antwort, die richtig ist, und 3 sind falsch. So, wir haben natürlich auf rechts auf unserem Bildschirm die Fragen stehen, aber ihr habt zu Hause natürlich ein besseres Bild von den jeweiligen Fragen und den Antworten. Wir fangen einfach mal an. Frage Nummer 1 lautet, aus wie vielen
Knochen besteht eine menschliche Hand. A 25, B 23, C 27, D 29. Hast du? Ich würde jetzt einfach meinen ersten Buchstaben hier nehmen, weil ich weiß es nicht. Also sie sagt C, ich sag D. Ja. Ah. 1-0 für Maylin, liebe Freunde. Das war ein Zufall. Nächste. Frage Nummer 2. Was gilt als vegetarische Alternative zu Fleisch? A. Quark. B. Quirn. C. Quorn. D. Quer. Alter. Okay. Okay, hast du? Ja. Wir sagen beide B, ist das richtig? C. Oh. Ja, 1-0 für dich, immer noch. Weiter geht's, dritte Frage. Welche der folgenden Whisky-Sorten stammt aus Japan? Chapters 9, Val Blair, Amrut, Suntory. Ach du Heiliger. Ich trinke ja kein Alkohol. Also. Ja, ich trinke ja ab und zu Whisky, aber da, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich rate auch nur. Was sagst du? Ja, ich rate auch. Ich rate, lass uns zusammen raten. Okay, okay. Hast du geraten? Ja. Ich auch. Du sagst A, ich sag, du sagst was? D. Ich hab so ein Glück. Wie war das? Du gewinnst heute? Selbst dein Kater. Ey, Melissa. Ey, Melissa, ehrlich. Hast du eigentlich gestern Post bekommen mit einem Kündigungsschreiben? Noch nicht, ne? Ach so, kommt wahrscheinlich. Ja, stimmt, ist ja auch Wochenende. Kommt wahrscheinlich morgen bei dir an. 2-0. Vierte Frage. Über welchen Bereich im Körper wird gesprochen, wenn das Wort Hepatitis fällt? Ich dachte Hepatitis. Ja, heißt es Hepatitis? Ist richtig, Hepatitis. A. Herz, B. Leber, C. Darm, D. Milz. Ich glaube, aber ich habe in Bio, Herr Wawczyniak, ich hoffe, Sie gucken sich die Sendung nicht an. Sie wissen, in Bio war ich nie gut. Ich habe Bio abgewählt seit dem 9. Also was sagst du? Probieren wir es mal. Ich sag auch B. Ja, Leber. 3-1. Nicht weinen. Mist, ich dachte, Mr. Kebab bringt. Was hast denn du gedacht? Eine Mist muss auch was im Kopf haben. Also. Ja, ich dachte, die Miss hat nichts im Kopf, genau. Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Nächste Frage. Wann ist die Titanic untergegangen? Die Titanic. Wann sang Celine Dion My Heart Will Go On? Ne, das war später. A. 1912, B. 1910, 1914 oder 1916? Glaube ich. 3-1 für Maylin. Hast du? Was ist denn mit dir? Ist auch richtig. Ah, 1912? Aber ich dachte, 1914 war das nicht 100-jährige. Also 100. Ich dachte auch, da war irgendwas. Haben sie es dann im Fernsehen gezeigt? Yeah. Ich dachte, das war letztes Jahr, aber muss dann vor 3 Jahren gewesen sein. Dann so lange? Okay, 3-1 für Maylin. Liebe Freunde, Miss Deutschland Interconti führt gegen mich. Ich hab Angst, ich mein Müll. Okay, wir werden. Ich nehme jetzt die Challenge wahr und jetzt wird's ernst. Welche Hochkultur lebte in den Anden? Mayas, Aymara, Inkas, Azteken. In den Anden. Oh, Geschichte war auch nie so meins, also, aber gut, hast du? Du weißt es? Nee, ich weiß es nicht. Ich rate, okay. Ich freue mich, dass du das da gleich bestimmt essen musst. Steht 4-1, ne? Ja. Habe ich überhaupt noch eine Chance zu gewinnen? Nee, unentschieden kann ich vielleicht noch. Wo lebt der Dingo? Das weiß ich, glaube ich. Hast du? Weißt du es echt? Ich habe keine Ahnung, ich habe davon noch nie gehört. Ist das sowas wie ein Känguru? Wenn du Känguru sagst, dann rate ich. Ja, dann hast du mir aber schon einen Tipp gegeben. Mist. Na gut, dann raten wir jetzt okay, zusammen. Ja, ich sag das hier. Ich auch. Weil du...
Ah, das ist echt, das ist ein Känguru. Guck mal, noch nie gehört? Ja, Dingo. Hast ja, du das gehört? Das ist nicht in Englisch. Ach, Dingo ist ein Hund? Ja. Naja, fast. Aber ich... Habt ihr den Satz gerade gehört? Naja, fast. Känguru und ein Hund. Das ist ein Hund, der aussieht wie ein Känguru. Ja, du führst 5-2. Theoretisch unentschieden drin. Wie viele Sterne hat die amerikanische Nationalflagge? 50, 49, 45? Ja. Toll, ich habe verloren. Noch zwei Fragen. 6-2 führt sie, ne? Ich kann ja nicht mehr, ist vorbei. Was ist Wasserstoffhydroxid? Was? Alles gut. Wasser. Ich weiß es. Was ist Wasserstoffhydroxid? Wasserstoffhydroxid. Das ist doch H2O, ja klar. Hydroxid ist doch O. Ich habe eh schon verloren, Mann. Ich bin gerade voll genervt eigentlich. Was? Ja, nächste Frage. Du mich auch. Aber ich liebe euch trotzdem, liebe Crew, wisst ihr. Queen Elisabeth II. Und die niederländische Königin Beatrix sind beide A. 1960 gekrönt worden, B. Einzelkinder, C. Mutter dreier Söhne oder D. verwitwet. Da es nicht weiß, lass ich dir mal jetzt eine... Das weißt du auch noch? Ich weiß es nicht. Ach so, ich dachte schon. Aber ich rate jetzt, weißt du, vielleicht kannst du ja noch aufholen. Sie hat vor kurzem ihr Thronjubiläum gefeiert, das war der... Also A fällt raus, glaube ich. A fällt raus. Einzelkinder würde ich nicht sagen. Dann Mutter dreier Söhne ist wohl das Realistische von allen. Habe ich auch. Würdest du auch sagen, ne? Ja. So, und der Sieger des Abends ist... Er wird es gar nicht aussprechen, weil er so gekränkt ist. Mein Glückwunsch, Mailin. Respekt. Danke. So, dann will ich jetzt aber auch sehen, was da sich unter... Darf ich das aufmachen? Ja, darfst du auch gerne, ja, darfst du auch vorlesen. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ja. Hallo Mailin, hallo Bedo. Da es wichtig ist, stets einen wohlriechenden Atem zu haben, solltet ihr diesen neuen Atemfrischer ausprobieren. Viel Spaß. PS, bitte die Zehe 10 Sekunden lang und dann schlucken. Ich hasse Knoblauch, zum Glück habe ich gewonnen. Alle. Alle? Eine. Und da ich das aussuche, darfst du natürlich die größte essen. Komm. Ey, komm, das ist unfair. Ich hab dich heute schon genug geärgert. Du hast recht. Du kriegst diese kleine hier, komm. Und danach redest du bitte nicht mehr mit mir. Oh, das riecht aber schon streng, also... Oh. Komm schon. Hätte ich das jetzt machen müssen, hättest du mich ausgelacht. Also. 10 Sekunden Count. 1, 2, 3, 4, 5. Ich lasse mir Zeit. 6, 7, 8, 9, 10. Und runterschlucken. Ey, komm, aber du als Mann, ihr mögt doch Knoblauch meistens. Für mich wäre das viel schlimmer gewesen. Boah. Wer möchte mich jetzt umarmen? Niemand. Von euch? Möchte mich jemand umarmen? Ich habe eine ganze Knoblauchzehe gegessen. Oh, du stinkst bis hier. Das war's mit der Sendung. Ja, ich glaube. Wir sind am Ende. Liebe Freunde, ich danke Mr. Kepa, vielen Dank für diese tolle Gastfreundschaft. Ja, falls ihr diese leckeren Speisen ausprobieren wollt, Knoblauch müsst ihr nicht essen. Kommt vorbei beim Grünen Jäger Nummer 1. Oh, der stinkt so krass. Ja, seid froh, dass ihr das nicht riecht über Fernsehen. Darf ich vorstellen? Mailin Marrero, Miss Deutschland Interconti. Demnächst hoffentlich auch Miss Interconti. Ich drück dir die Daumen. Und ich finde, für so einen orientalischen, türkischen Abschied gehört es sich, dass wir uns umarmen und uns richtig verabschieden. Ja, das komm her. Naja, weil du komm her. Oh Gott! So. So, in diesem Sinne, stinkende liebe Grüße von Bedo an euch da draußen. Mailin Marrero, Miss Deutschland Interconti 2015. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke. Leider hast du gewonnen. Mann. Oh, Bedo, du stinkst. Und das Schlimmste ist, das geht den ganzen Abend noch. In diesem Sinne, tschüss. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.